43. Dann kann ich erstmal angucken, wie das Schwert mal draußen schnell. Geil. Was gibt's hier oben wieder? In Schlachtfeldern. Ach so. Das sind die Leute aus dem Dorf. Könnte passen. Ja. Euer Dorf ist wieder sicher. Wir danken dir, guter Mann. Hier, nimm diesen Schlüssel. Im Süden unseres Hofes, in den Bergen, gibt es einen eingestürzten Stollen, in dem ein Schatz liegen soll. Meine Eltern haben mir erzählt, dass dieser Schlüssel zu dem Schatz gehört. Warum holt ihr euch den Schatz nicht selbst? Keiner traut sich. Die Gegend um den Stollen herum ist gefährlich. Okay, also sind irgendwelche wilden Bestien. Erledigen wir das am besten gerade selbst, bevor wir nach Sonjala gehen und holen uns diesen legendären Schatz. Lohnt sich doch der Weg. Ja, es ist immer so schön, der Weg ist das Ziel. Ich zieh schon mal die Klinge. Gucken, was für Gegner immer hier zu Staub zerdrehen werden. Hallo. Okay. So viel zu dem Thema. Spielt schon sehr erfolgreich. Sitzt irgendwer. Wir brauchen noch einen Schlüssel zu dem Stollen. Wow! Schattenläufer. Wir haben der Schattenläufer sogar. Das heißt, es ist kein normaler. Das heißt, er nimmt auch keinen normalen Schaden. Das heißt, da müssen wir ein bisschen hier besser kämpfen. Na super. Schattenläufe sind schon immer sehr zähe Bestien gewesen. Hat sich auch schon immer bis heute nichts dran geändert. Haben der Schattenläufe 8 Stücke Fleisch und ein Hörnchen. Boah. Was ist denn hier zu plündern? Ein alten Schild, trojanisches Schild. Was hast du denn noch im Angebot? Rustiger Paladiner, ein paar Jagdpfeile. Oh, eine Armbrust. 30 Fernkampfschaden, die können wir mal ausprobieren. Ja, wobei ich mir gerade die Frage stelle, was hier weitergeht. Hä? Ah, ein Relik. Ich drücke eh, um das Grill zu finden. Ja, was soll ich mit dem Schlüssel, den wir von dem Dings bekommen haben? Da brauchen wir da wieder einen Zauber für. Laufe ich jetzt gerade nicht. So, jetzt müssen wir kurz einen Break machen. So, jetzt verstehe ich gerade nicht, wie man diesen Durchgang hier aufkriegt. Vor allem verstehe ich nicht, für was wir den Schlüssel von dem Dings da bekommen werden, wenn man da gar nicht rein kann irgendwie. Raff ich gerade nicht, bin ich ehrlich. Gucken, was hier hinten noch gibt. Ich habe hier hinten bei dem Stollen was übersehen. Kann ich aber eigentlich nicht denken. Hier war noch nichts. Außer die Pythonen, die es zu blindern gab, war doch hier nichts. Habe ich hier irgendwas übersehen? Nicht, dass ich wüsste.
draußen. Aber wir nehmen noch einen zweiten Stollen. Auch. Lauf ich nicht. Bin ich zu doof für gerade, sorry. Also die Markierung zeigt auf jeden Fall auf diesen weißen Kreis da und das ist diese Steinemauer. Ich habe keine Ahnung, wie man die Steinmauer wegkriegt. Ich dachte, dafür hätten wir eben den Schlüssel bekommen. Grill um E zu drücken. Wir brauchen wieder einen Zauber für um das Grill wegzumachen. Und mal ins Inventar gucken. Questgegenstände. Stollenkrollen. Nur Statuetten, Wähler-Artefakte, Spinnennetze, alte Geldkassette. Buchstabe R eingraviert. Okay. Na super. Also irgendwie können wir da nicht in die... Naja, lassen wir das erstmal. Kann man nicht zaubern. Gerade ein Rätsel. Wieso der Typ uns einen Schlüssel gibt für den Familienclub oder für den Schatz. Man guckt nicht hin. Da oben ist dann Jana. Da hinten. Das ist dieser Turm, den wir die ganze Zeit gesehen haben, wo ich schon dachte, es wäre Xalas sein Turm. Ja, genau. Bleibt an jeder Felsspitze hängen. Was geht denn jetzt ab? So. So, jetzt haben wir. Sehr schön. Ja, dann würde ich das sagen. Go, go, go. Erstmal auf nach Sonjana. Was, ein vergessenes Grab? Wo? Oh, Kollege. 36 Gräbern, das ist auch eine magere Ausbeute. Da habe ich die anderen dann alle auf der Strecke gelassen. Hä, seht ihr das auch da oben? Habt ihr das auch gerade gesehen? Ich muss da nochmal hinlatschen. Ach so, die Leute sind wieder in ihr Dorf zurückgegangen, ich wollte schon sagen. Ich dachte, da wären schon nochmal solche Skelette. Krieger. Sonra, Yara. Wie auch immer man das ausspricht. Auf jeden Fall nicht die Königstadt Setarif. Die sie heißt Sonjara. Oder das Land hier heißt Sonjara, das Gebiet. Vorne ist auf jeden Fall schon mal so ein Sprechsymbol. Questdialog. Mal gucken, wer Sonja da bewacht. Und diese Wehrtürme sind geil gemacht. Finde ich richtig cool. So. Hallöchen. Bist du Gorn? Tatsächlich. Ha. Gorn? Wen hast du erwartet? Eine Stadtwache. Ein Paladin. Haben sich von den Untoten überrennen lassen. Die dummen Säcke. Dann wurde die Stadt erobert? Alles bis auf die Festung. Als wir hier angekommen sind, habe ich gleich meine Axt geschnappt und ein paar Knochen zerdeppert. Jetzt ist wenigstens das Viertel um den Marktplatz wieder frei. Hör zu, Gorn. Ich muss zum König. Da redest du am besten mit Diego. Der sucht schon seit einiger Zeit nach einem Weg in die Festung. Wo finde ich Diego? Beim Hafen. Geh hier links an den Häusern vorbei, bis zu einer Treppe. Da steht Ningal. Der weiß, wie du zum Hafen kommst. Ningal? Ningal ist in Sonjara? Ja, als Diego die ganze Scheiße hier gesehen hat, ist er nach Tushu gesegelt. Und hat die Großmeister geholt, damit sie uns gegen die Untoten helfen. Okay. Naja, Diego wird ja wohl wissen, was er tut. Das heißt, einmal auf zum Hafen. Das heißt zu Ningal erstmal.
Schneller. Okay, dann ist das ja wohl der Marktplatz. Was kann ich für dich tun? Hack hier. Wir müssen da oben hin zum Palast. Am Viertel. Ah, das ist Meister Ningal. Na, den kennen wir schon aus Turschu. Meister der Finsternis. Der Neophyt? Was? Du müsstest genügen. Oh nein, ich habe keine Zeit für Botengänge. Gorn sagt, du weißt, wie ich zum Hafen komme? Korrekt. Der Weg ist allerdings versperrt. Wie komme ich durch? Im Armenviertel stehen zwei Obelisken. Wenn du sie aktivierst, dürfte dich das zu deinem Ziel führen. Ah. Wie aktiviere ich die Obelisken? Ich habe einen Zauber vorbereitet und in zwei Schriftrollen gebunden. Na schön. Her mit den Schriftrollen, ich muss zum Hafen. Ich habe sie nicht, meine Helfer haben sie. Und die sind? Tot. Einen dieser nutzlosen Narren kannst du sehen, wenn du die Treppe hinabsteigst. Der andere... Nun, du wirst ihn suchen müssen. Oh. Was sind das für Obelisken? Überbleibsel einer proto-arganischen Kultur. Sie scheinen Extremata im arkanen Spektrum zu nivellieren. Sie halten Magie im Gleichgewicht? Aha. Er ist nicht so dumm, wie er aussieht. Ja, diese Obelisken neutralisieren alle Konzentrationen an Innos- oder Belia-Magie über einem bestimmten Schwellenwert. Das heißt? Die wandelnden Toten werden mit diesen Obelisken keine Freude haben. Milton und ich dürften indes unbehelligt bleiben. Wir haben alle intakten Obelisken aktiviert, die wir finden konnten. Hört sich doch schon mal vernünftig an. Dann haben wir doch schon mal was zu tun. Wir sind auf jeden Fall hier vorne irgendwo scheinbar. Da hinten ist eine Markierung. Na, ah, da hinten habe ich schon den ersten Gegner erspähen können. Oh, ein Zombie. Willst du mich